Ho, 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 Leute. Guten Tag und frohe Weihnachten. Es ist Santa Claus, aber er ist in trouble. Again. Und wir versuchen, dem zu helfen, Mark. Jo, herzlich willkommen zu unserem Weihnachts-Special. Ja, ne? Yeah, fantastisch. Und es ist alles so special hier, die Grafik, die Musik. Die Animation. Und auch der Spaß, den wir gleich haben werden, der ist auch so special, wie es nur geht. Hey, komm, es ist Weihnachten, wir haben ein Weihnachts-Special mit einem Weihnachtsmann irgendwie. Und einem Troll, der hier rumläuft. Und einem Pinguin. Ja, okay, machen wir mal Go. Ja, neues Spiel, garstiger Wald. Was gibt's zum Spiel zu sagen? Du rennst rum, sammelst Geschenke ein, innerhalb einer bestimmten Zeit, wie ich oben sehe, 10 Minuten aus der Zeit. Oh, 10 Minuten. Oh mein Gott. Yo. Soll ich nochmal anfangen, weil ich glaube, ich habe schon ein bisschen Zeit verloren. Egal. Weil das links. Ja, oh, das ist das Versteckte. Ja. Da wollen sie einen kriegen, aber nee. Aber nee. Ich bin ja hier nicht gestern geboren hier. Ich bin ja der Weihnachtsmann schon seit 30.000 Jahren. So siehst du raus. Sogar länger noch. Ich habe eigentlich schon damals angefangen bei den Dinosauriern. Den habe ich immer Asche in die Socken gelegt, weil die waren schlecht. Und irgendwann habe ich ihnen dann so einen ganzen Meteorschauer geschenkt. Und dann waren sie weg. Ja, komisch, ne? Ich bin eigentlich undankbar. Auch gleichzeitig der Tod. Also es ist im Prinzip hier nur so ein Saisonjob. Weißt du, im Winter bin ich halt der Weihnachtsmann, ansonsten bin ich normalerweise der Sensemann. Okay. Ja? Warte, links habe ich noch eins gesehen. Was, wo hast links, du links, wo ist denn was, links? Wo, was? Ja, aber da, das ist... Rechts. Geh noch weiter nach rechts. Was denn, wo? Da! Oh Gott, nicht schlecht. Da du hast ein, nicht du hast ein Auge. Ja, ich habe sogar zwei. Zurück, aber ich habe keinen Bock. Natürlich, hallo? Ach, der blöde Timmy, der war sowieso nicht ganz so nett dieses Jahr. Ja, okay. Deswegen scheiß auf den Timmy. Der kriegt dieses Mal gar nichts. So, pass auf. Aber das ist so ein Special-Geschenk, davon hast du noch null. Hol dir das, komm bitte. Das ist ein Special-Geschenk? Ja, guck doch mal. Okay, meinst du nicht, kann man von hier dahin springen? Nein, ja doch, versuch's. Juhu, ich hab's geschafft. Mega. Okay, Special-Geschenk, ich hab jetzt eins. Oh, pass auf den Igel auf. Der Igel, der ist böse. Der kriegt auch nichts. So wie auch jeder andere Igel im echten Leben. Du bist aber echt gut hier. Machst du wie ein Profi, machst du das. Ja, aber ich habe nur noch 8 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Weil ja, das wird brenselig. Brenselig? Sehr brenselig, ja. Okay. Da ist er. Oh, zwei. Der hat seinen Kollegen mitgebracht. Ja. Muhaha. Ich bin aber zu gut. Na, nee. Aber wo sind denn noch die Special-Geschenke? Weil das habe ich komplett übersehen. Da musst du den Ausschau halten. Ich halte immer Ausschau. Ich glaube, hier ist ein... Achso, nein, ist ein Checkpoint. Check? Okay, ich guck mal hier. Vielleicht hier unten. Nein, weiter. Nein. Oh Gott. Oh, schnell. Okay, die sind gefährlich. Ich rutsche auch, hast du gesehen? Guck mal. Ja, ich sehe es. Ist ja auch Eis. Mein Gott. Das ist ja gefährlich, ja. Stell dir mal vor, ich rutsche hier aus und in diese scheiß Eisdinger rein. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Warum habe ich eigentlich meine Rentiere nicht? Ja, Urlaub, ne? Ja, Urlaub. Scheiß Gewerkschaften. Haben Weihnachten jetzt Urlaub. Ja, bedank dich bei den Gewerkschaften. Ja, schlimm. Ja, scheiß Zeug. Nein! Oh! Don't worry. Don't worry. You are the pro. Ich hab den Oldschool Weihnachts-Safe. Ja, du kriegst das alles hin. Du hast den Backjump, hast du. Was ist das denn? What the fuck? Der ist aber dick. Das ist mein Elf. Der hilft mir. Der macht jetzt einfach direkt noch neue Geschenke. Moment, du hast noch was übersehen, oder? Da hinten! Da! Ja, aber da geht's ja weiter. Aber was ist das hier? Ja, aber das ist bestimmt. Ach so. Ah, cool. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Kamin, wo du das Level beendest. Ach so, ja. Ey, nicht schlecht. Ja. Aber irgendwas ist das hier. Come on. Oh, shit. Yes. Alright. Also, wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Günther Grass, glaube ich. Mm-mm. Nach der Blechtrommel. Mm-mm. Weil das ist schon... der hat sich gedacht, okay, das war ein bisschen low. Ja? Das war nicht so toll. Jetzt benutze ich mal meine Schreibskills für ein richtiges Meisterwerk. Dann hat er sich das hier ausgedacht. Und ich muss sagen, ist schon sehr geil. Ist schon, nein. Ich habe mir vorhin die Story durchgelesen und, also wirklich. Welche Story? Ich habe geweint wie sonst was. Ja, wie immer. Mhm, mhm. Pass auf. And happy New Year. Perfekt. Schau dir das an. Oh, das ist das Ding. Aber eigentlich sollten wir von da kommen. Ja, da muss auch nochmal lang gehen. Ja, aber da sind noch keine Geschenke mehr. Ja, dann nicht. Ja, siehst du. Nur böse Igel. Obwohl, vielleicht haben die Igel die jetzt ausgepackt, alle. Obwohl es noch gar nicht Weihnachten ist. Stell dir das mal vor. Die Schweine. Dann gibt's nächstes Jahr nix. Ja, die blöden Igel, ne? Die oh, geil. Guck mal. Special. Shit. Alter Schwede, es gibt aber viel hier. Da unten. Da ist auch noch was. Ja. Hast du. Perfekt. Alright. Das hast du ja schon gesuchtet hier.
Ja, ich bin super gut. Oh, scheiße. Ich bin super gut. Nein. Und dann fährt man natürlich runter. Das ist der Übermut. Oh, fuck. Der weihnachtsmännliche Übermut. Verlierst du jetzt Geschenke oder so? Ich weiß nicht. Nee, nur ein Leben, ne? Ja, nur ein Leben. Aber ich habe ja noch 5. Ja, du hast ja eben eins bekommen. Echt? Achso, das war ein Leben. Das war dieser fette. Ich meine, der Weihnachtsmann. Der goldene. Der goldene Weihnachtsmann. Dieser fette, sagt er. Schlimm mit dir. Du kriegst keine Geschenke übrigens. Ich nicht? Habe ich schon mit ihm ausgemacht. Ah! Guck mal, da ist noch einer. Goldener Mann! Komm zu mir. Oh je. Yeah. Ist aber auch gemein. Das sind so Klone und die benutzt er einfach für Organe, damit er weiterleben kann. Ja, das ist schlimm eigentlich. Gibt's da nicht. Ich meine, das sind ja auch Lebewesen. Gibt's da einen Film drüber? Da gibt's einen Film drüber. Heißt der Weihnachtsmann, give me your organs? Ja. Nein. Quatsch. Nicht? Nein. Schade. Ja, aber ich würde dann sagen, Lücke, ne? Ja, ich würde mal sagen, du hast eins verpasst, ne? Ja, aber das hole ich mir jetzt. Zack. Ich würde sagen, das war's. Oh ja, komm. Hammer's. Okay, hab ich's perfekt. Violette Geschenke haben wir 60 von 60. Ja. Yeah. 30 von 30. Komm on. Yeah. Nein. Oh fuck, nur 4. Okay, machen wir nochmal, weil komm, wenn dann perfekt, oder? Nein, wir machen jetzt weiter. Level 2. Ach du Scheiße. Wie? Don't worry. Oh shit, da ist ein Vogel. Wie ein Vogel? Ja, das ist ein Vogel. Guck mal, so einer wie du. Du der Vogel. Hat einen Schal an. Ja. Oh Gott. Auch Vögeln ist kalt. Kannst du nicht auf den Reiten? Auf den Reiten? Ja, auf den Reiten. Nein, versuch's nicht. Jetzt. Come on! Oh shit. Boah, mit Blut? Ja, das tut natürlich weh, weil der hat keinen Sattel an. Ah. Und dann blutet das. Ja, natürlich. Aber ansonsten war es eigentlich eine ganz gute Idee. Normalerweise kann man die reiten. Ja gut, mit Sattel würde es natürlich gehen, ne? Ja, klar. Uch, was ist das denn? Ah. Warum dreht sich das? Kann man damit springen? Warte mal. Ja, irgendwie ja. Hey, cool. Alright! Aber ich muss gleich nochmal nach da unten. Ich bin nur gerade geschockt. 4 von 10. Wo waren die denn? Ich weiß nicht. Man muss sich wahrscheinlich umdrehen. Ja, guck. Ja, an solchen Scheißorten. Ich meine, das Ding ja noch. Aber mir ist die Zeit auch wirklich deutlich wichtiger. Ja, weil stell dir mal vor, weißt du, diese Spezialgeschenke, die kommen dann erst am 26. an. Ja. Ja. Das ist dann nix. Das ist Amazon. Ja, das ist Amazon dann. Die streiken ja auch wieder. What the fuck? Alright. Den würde ich nicht berühren. Ja, vielleicht lügt das Schild auch. Vielleicht war das Schild weiter vorher da Zeit. Und dann hat er sich da vorgestellt. Hm. Ja, man weiß ja nie. What the fuck? Oh shit. Ah! Okay, ich bin sehr schlecht. Mann, dann rutscht ja ganz schön hier. Ja, das okay. Ist super gefährlich. Super cool. Du hättest es gar nicht durchs erste Level geschafft. So gefährlich ist das hier alles. Ja. Der Weihnachtsmann hat echt einen harten Job. So. Ja, ey, das ist wirklich hart. Selbst die Schneemänner sind gegen ihn, weil sie nichts bekommen, weil alle sie unartig waren. Alle sind gegen den Weihnachtsmann. Ja, alle Unartigen halt, ne? Ja, aber auch die Artigen. Ich bin auch persönlich gegen den Weihnachtsmann. Ja, du bist ja auch nicht artig. Doch, meistens schon. Scheiß. Alright. Aber der Weihnachtsmann hat ja seine... Das ist ganz schön gefährlich. Shit. Fuck. Oh, crap. Alright. Ich meine, der Weihnachtsmann hat ja seine Voodoo-Puppen, deswegen stirbt er nicht. Das stirbt jedes Mal die Voodoo-Puppe. Also irgendjemand anderes. Ja, das ist ja schrecklich. What the f... Wer macht denn sich so einen scheiß Schneemann, der sich bewegen kann? Ja. Das ist doch krank. Hacker. Da ist ein Leben noch. Und da hinten ist ein Special. Hätte ich eigentlich gebrauchen können. Du musst da eh nochmal lang, da ist ein Special-Geschenk. Für die Reichen. Für die Reichen. Ja, geh da lang. Ich will aber nicht. Ja, ich soll's aber. Meinst du, ich komm von hier da lang? Ja, versuch's. Mit dem Vogel. Nein, ohne Vogel. Oh nein. Okay, jetzt ist das Leben schon mal komplett nutzlos, weil ja, ich bin zweimal gestorben. Du gehst da jetzt lang. Ich gehe da jetzt lang. Vorsicht. Warte. Pass auf, doch, jetzt perfekt. So. Ja, okay. Und jetzt da unten noch. Alright. Aber dass man nicht gucken kann, genau wo man hinspringt. Man kann nicht nach unten gucken. Das ist total krank. 2. Boah, geil, Junge. Yeah. Jetzt kannst du runterfallen. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht sterben. Guck hier, pass auf. Ach nee, guck. Das ist der Way Back. Ja, ich hätte die Geschenke jetzt. Oh shit. Passt. Oh shit. Oh, God damn it. Hast du das gesehen? Ich meine, der Weihnachtsmann hat seinen Doppelsprung. Ne? Das sind die Weihnachtsmann-Skills, ja? Ja, das ist das Training. Aber leider hat er seinen Sattel nicht dabei. Oh fuck. Ui. Careful now. Okay, hier sind wir hoch scheinbar. Aber ich wette, da unten drunter ist noch...
Ey, das ist ja super Physics hier. Das ist mega geil. Das ist ja geiler als sonst was. Aber guck mal, jetzt bin ich drunter. Ja, und jetzt? Ich dachte, da wäre vielleicht noch so ein Special-Geschenk. Aber nein. Nix ist da. Ja, ich wollte nur so extra Meile gehen, damit alle Kinder ihre Special-Geschenke kriegen. Nur die Reichen. Alle Erwachsenen. Das kriegen nur die Erwachsenen, kriegen Special-Geschenke. Ja. Weil da sind Checkpoint. So ekelhafte Sachen drin. Checkpoint! Was? Ich brauche den Checkpoint noch nicht. Guck mal, ich sterbe doch gar nicht. Du hast noch 3,5 Minuten. Ja, don't worry. Gut, dass du nicht stirbst. Gut, dass ich den Checkpoint geholt habe. Ja, ich habe ihn ja nur geholt für dich, dann wollte ich auch für dich sterben. Damit es sich gelohnt hätte. Oh fuck. What? Der hat den gar nicht berührt. Doch, also an der Seite. Ja, an der Seite. Ja, aber an der Seite war ich dann aufgeratscht. Das tut weh, dann kann ich ja keine Geschenke mehr austragen. Oh Gott. Ey, das ist so gefährlich hier, ne? Ey, man kann es nicht glauben. Du hast eins übersehen. Ich hab's übersehen, ich weiß. Aber das ist so gefährlich. Ja, Susi bekommt nichts, toll. Ja, Susi, die soll mal nicht die 3 Minuten hier noch. Oh Gott. Ey, das ist Stress pur. Ich will kein Weihnachtsmann werden, ne? Nee. Also nicht so. Und warum ist hier so eine Rille? Das macht mir Angst. Oh, fucking shit! Ein Leben noch. Okay, pass auf. Yeah, don't worry. It's no problem at all. Ja, doch. I guess. Ja, guck mal, ich bin nur so gerutscht und dann... gar nichts bist du. Und dann war es ein Problem, aber jetzt ist... Komm, da ist ein Checkpoint. Ich meine, da bringt dir eh nichts. Bringt mir eh nichts, weil ich habe nur ein Leben. Guck, geh mal runter. Nee, ich gehe jetzt einfach hier hoch, weil... Aber es sind böse Igel. Ja, aber die Igel, die sind nicht so böse wie... Wetten, unten werden Leben? Da unten ist kein Leben. Natürlich. Ja, aber keins, das noch 2 Minuten hält. Ich habe noch 2 Minuten. Du hast noch 2 Minuten und 25 Sekunden. 24, 23, 22 oh Sekunden. Oh Gott. All die Kinder kriegen keine Geschenke. Ja, eben. Wegen dir. Geh die Geschenke holen. Obwohl, das ist ja eigentlich auch der Ursprungsplan gewesen. Deswegen habe ich die ja erstmal hier alle so verteilt. Ich war ja eigentlich ein bisschen angepisst auf alle Kinder. Deswegen habe ich die Geschenke einfach so aus dem Wagen geworfen, als ich geflogen bin. Du hast echt viel verpasst. Dann habe ich mir aber anders überlegt. Jetzt bin ich hier und sammle den Scheiß wieder ein, weißt du? Oh, fuck. Das ist die Strafe dafür, dass du die Geschenke übersehen hast. Ergebnis hochladen. Das geht? Nein? Sollen wir nicht sagen, hier, wir sind die Geilsten? Nee. Okay, weiter spielen. Jetzt nochmal von neu? Gesundheit. Oder einfach in den Suizid. Nee, pass auf, guck mal, wir machen jetzt den Badass-Mode, weil wir haben keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Wir haben ja noch was Besseres zu tun. Und die scheiß Lisa mit ihrem Geschenk, die wollte es ja unbedingt haben und deswegen bin ich 3-mal gestorben. Das ist schlimm. Hm. Und ich meine, so gut war sie auch nicht, dass sie ihr Geschenk so sehr verdient hat. Und ich meine, okay, das hier, das für den Timmy, das nehme ich mit. Weil das ist special. Und die reichen Kinder, weißt du, die kriegen auch immer die besten Geschenke. Ja, du kriegst gar nichts. Das ist Santa-Logik. Gar nichts kriegst du. Gar nichts kriege ich. Das ist nur das Nötigste. Ich krieg ja das, was übrig bleibt. Deswegen sagt ihr immer, die sind böse gewesen. Aha. Ich krieg ja den ganzen Rest. Na dann. Go. Juhu. Hast du das gesehen? Zack. Mega. Vogel ohne Sattel. Oh shit. Ja, sehr schön. Es ist sehr schwierig. Da kann man, also wirklich. Du würdest keine Sekunde hier aushalten. Nee. Oder willst du gleich mal probieren? Nee, ist schon gut. Mhm. Der liegt da einfach nur rum auf dem Bett des Grauens und wartet auf seine Geschenke. Ja. Pass auf. Zack. Mega gut. So, jetzt kommt gleich die Stelle. Ja, genau die. Ich konnte ja nicht mehr anhalten, aber... Ja, musst du springen, musst du. Springen. Nichts geht über Springen. Außer... Ein Springbrunnen. Aha. Das ist ein Springbrunnen, ja, das ist natürlich, ja klar. Das wäre die logische Konsequenz. Geh mal umgucken. Guck, sag doch, das ist ein Leben. Du hast das Spiel schon gespielt, oder? Nein, es war einfach Intuition. Es ist doch klar, dass da ein Leben ist. Weibliche Intuition, ja, genau. Na und? Intuition ist Intuition. So. Und hoch geht's. Igel. Die scheiß Igel. Igel. Ey, Igel, sag mal, fuck you. Sag meine. So, pass auf, zack. Jetzt mach ich's aber. Guck mal, pass auf, wir sind fast da. Glaube ich. Geht so, ne? Eher die nicht. Level sind ganz schön groß. Oh, fuck. Oh, Gott, ja, interessant. Interessant sind die Level. Wer hat das auch, eigentlich gebaut? Das war Günther Grasses Assistant Manager of Level Design. Okay.
Der hat das gebaut. Von? Der hat das gebaut von... Was Sony von? Bestimmt. Von Sony, ja, das auch. Da eins über so... Hast du das gesehen? Ja gut, der, das ist ja nicht so wichtig. Hallo? Ja, war jetzt nur der Charme, ja. Ja, aber guck mal, ich habe jetzt 13 Minuten für das hier, deswegen... Ja, hau mal rein. Hey, hallo, ne? Alter Schwede, aber 13 Minuten Zeit für ein Level. Ja, jetzt kannst du dir Zeit lassen, schön alle Geschenke holen. Ja, das könnte ich machen. Ach, guck mal, da geht's auch noch hin. Ja, ja, ist gut, ne? Da, ah! Huch. Das geht. Nicht. Shit. Aber jetzt, pass auf. Ja. Ja, direkt überm, überm Startpunkt, das ist echt mies. Ja, am mies, Spawn, ne? Das ist gemein. Das ist echt mies. Da denkt man nicht dran. Du hast noch ein paar übersehen, ne? Scheiß drauf. Na, hallo? Hallo, ich versuche hier zu überleben. Das hier eiskaltes Überleben. Das sind die Hunger Games nur mit Santa Claus. Ja. Das ist eigentlich noch deutlich schlimmer. Boah, du verpasst ich mein, alle. Hier ist es sogar noch kalt. Ja, scheiß drauf. Guck mal, pass auf hier. Ich gehe da lang. Ich mach diesmal mach perfekte Zeit. Ja, okay. Perfekte Zeit. Ich bin eigentlich jetzt schon fertig. Ja. Aber ich nee. Das wäre ja sonst zu langweilig. Hoch. U. Einmal schaukeln. Schau dir das an. Wunderschön abgeschätzt. Oh. Das ist ja wunderbar. Ist ja wie eine Schiffsschaukel hier. Da machen wir es spannend. Sehr spannend. Spannend. Aber pass auf. Pass auf. Aufpassen tue ich. Ja, guck mal, das habe ich sogar mitgenommen. Hammer. Weil das lag auf dem Weg. Hammer. Ist da noch eins hier ganz oben? Nee. Jetzt bin ich misstrauisch. Das gibt's nur einmal. Diese scheiß Igel, ne? Was wollen die überhaupt von mir? Ja. Möhren? Möhren? Möhren. Essen Igel Möhren? Das sind die Rentiere nur verzaubert, verhext. Ne, das sind die Rentiere nur verzaubert und verhext. Wow, die sind aber mies. Töten die mich auch eigentlich? Oh ja. Ja. Die haben scharfe Schnäbel. Schnäbel? Ja. Schnäbel. Pass auf. Oh shit. Ja, ich pass auf. Alright. Warum kann der Santa Claus sich eigentlich keine Schneeschuhe leisten? Oder Maschinengewehr. Ja, wer weiß. Vielleicht, wenn er nach Texas auch noch die Geschenke ausliefert, dann hätte er bestimmt ein Maschinengewehr im Sack. Nicht nur eins. Nicht nur eins, ja. Das ist nämlich jedes Geschenk, was an Texas geht. Richtig. Warte mal. Guck mal hinter dich. Guck mal hinter mich. Ja, guck mal. Wie kommt man denn dahin? Wow, keine Ahnung. Never mind. Hey, Pinguin, ich bin hier auch. Guten Tag. Vorsicht, bitte. Achtung, Pinguin. Der hat eine Krawatte an und ist böse. Also eine Fliege, meine ich. Eine Fliege, Entschuldigung. Ja. Das kann doch nicht sein. Jemand, der eine Fliege trägt. Der hat eine Fliege an, der kann gar nicht fliegen, ey. Wow. Toll gemacht. Ja, dankeschön, das war sehr skillvoll. Ja, nee, gar nichts war das. Pass auf, guck mal jetzt, auf die Schaukel. Des Todes. Auf die Schaukel der gut erzogenen Kinder. Weil das hier, das ist wirklich, das ist die Wiege der Wollust. Nee. Um mal noch was anderes zu sagen, aber, Nein, geradeaus. Warum geradeaus? Weil da... Da ist der, da... Ja. Aber du bist der Weihnachtsmann, du sollst Geschenke holen. Alright. Oh, guck mal, das ist tödlich, soll ich mal da drauf gehen? Die! Oh, schade. Kommt man nur hier drauf. It seems like it. Alright, okay, pass auf. Jetzt geht's hier lang. Und hier lang. Alright. Guck, war's doch wert. Das war's wert. Guck, das Schild lügt. Ich hab dir doch gesagt, das Schild lügt. Oh, guck mal. Guck mal, da können wir auch noch. Aber ich hab. Die Zeit hab ich doch nicht. Du hast noch 10 Minuten. Oh, ja, aber 10 Minuten, die brauche ich ja vielleicht noch. Wer weiß ja, wo das Ende ist. Geradeaus. Ich will nicht zum. Doch, du willst dahin. Die scheiß Schneemänner. Go. Das sind Schneemänner. Ja, genau. Die sind böse. Nein. Dann werden es Schneefrauen. Guck dir das alles an hier. Schneefrauen sind böse, ja. Gott. Nein, natürlich nicht. Nein. Das aber behauptet niemand. Außer du. Nein. Das halte ich für ein Gerücht. Sag mal, die sind ja intelligent. Die greifen dich an. Guck mal. Verfolgen dich. Ja, die wollen mich alle töten. Da mehr, mehr. Guck das mal an. Ja. Moin. Die teilen sich in der Luft ein bisschen. Ja. Alright. Hier bin ich sicher. Okay, pass auf. Zack. Wunderbar. Skillvoll dran vorbei. Ah, keine Sorge. Okay.
Ich habe das alles vorher abgemessen. Alles ist cool, ne? Ich bin da mit einem Messband durchgelaufen und habe mir schon mal gedacht, oh shit. Was soll das denn gehen? Keine Ahnung. Aber wir werden es jetzt rausfinden. Pass auf. Ja. Jetzt mal mit Schmackes hier so, pack, pack, weil ich mache einen Doppelsprung, aber yeah, pass auf. Der Sattellose ist gefährlich. Hey, wow, was machst du denn? Ah, den Checkpoint, okay, und dann musst du nochmal nach links. Muss ich nach links? Ja, nach links, das ist rechts. Ja, hier lang? Nein, das ist rechts. Genau hier? Falsch. Da? Arschloch. Da, wo die Fallen sind. Yay, oh shit. Alright. Ah, ja doch. Don't worry. Das dreht sich jetzt auch noch, oh Gott. Dann würde ich mal nachgucken. Dreh ich mich auch mit? Yeah. Nee, weißt du? Cool. Ja, wer weiß, ey, die Physik von diesem Spiel. Man weiß nie. Doppelsprung kann man auch in echt. Doppelsprung kann man in echt, ja. Das weißt du, wie ich die Treppen hochgehe. Mit dem Doppelsprung, ja. Ja, wie sonst? Wie sonst? Juh. Toll. Ist doch geil. Ich glaube, du fällst runter. Du mit deiner negativen Energie. Ja, siehst du mal, wie stark ich bin. Guck mal, das ist vorbei. Ja, wow, das ist fast nix. Fast nix hast du. Guck mal, 50 Leute sind noch mindestens happy. Nö. Na gut. Aber ich drücke auf weiter, weil ich bin jetzt so angefixt. Es kann ja nur noch besser werden jetzt. Letztes Level, würde ich sagen. Letztes Level? Ja. Okay, dann beeilen wir uns, weil das dauert nämlich 14 Minuten. Ich glaube nicht. Du hast nur noch 2 Leben. Ja, du hast recht. Okay, ich will es einfach nur ans Ende schaffen diesmal. Okay. Entschuldigung. I can do it. Und das heißt... Ist das Spiel nicht spannend genug für dich, oder was? Nee, irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen jetzt so wenig Geschenke wie möglich einsammeln, weil die Kinder waren alle unartig. Ja, ehrlich gesagt, ey, guck mal, wenn die so... Wenn die nicht auf ihre Geschenke warten können und sagen, ey, in 15 Minuten habe ich das vor der Haustüre liegen, dann haben die auch nichts verdient. Oh, scheiße. Ja. Alright, alright. Schaukel, komm her. Ein Leben noch. Don't worry, ich brauche nicht mehr als ein Leben. Alright. Oh, die Musik hat sich geändert. Ja, geil, ne? Das hat bestimmt 3 Tracks. Das Spiel. Gott. Oh, von rechts kommt ein Igel und... Oh, nee, das ist viel zu spannend, ey. Das ist hart hier, Alter. Das ist meine Güte. Das ist viel zu aufregend für mich. Oh. Oh Gott. Da kommt der Pterodactyl. Das ist eigentlich ein Dinosaurier hier gewesen. Oh shit. Geradeaus. Ja, ich versuch's. So. Bam! Checkpoint. Bringt mir nix. Nope. Ah, zieh das mal ein. So wenig Geschenke wie möglich. Ich bin in den Scheißvogel. Okay. ja. Ergebnis lokal eintragen. Bitte Namen eingeben. Idiot. Santa. La. Nama. Isa. Okay, wunderbar. Santa La Namai. Ja. Oder Mai. Ist doch schön. Mega. Hauptsache irgendwas. Guck mal, wir sind der Allerschlechtste. Also ich. Schade. Ja. Ich werde das persönlich nochmal auf den Ultra Highscore spielen, weil das hat mich jetzt, also wirklich, ich kann eigentlich nicht mehr aufhören. Ja. CDV. Was auch immer, was da steht, hat das hier developed. Hm. Kauft es doch selber, weil das ist, glaube ich, das erste sogar umsonst. Ja. Also, da kann man nichts falsch machen. Was willst du sagen? Also, ey, Weihnachten in die Kirche gehen ist auch irgendwie langweilig. Dann spielst du lieber zu Hause den ganzen Tag das hier. Und Geschenke brauchst du dann auch nicht mehr, weil das Spiel ist alleine schon ein Geschenk genug. Also, ich habe, glaube ich, jetzt schon das 10. Mal gegähnt. Aber wem es gefällt... Alright. Der möge sich dieses Spiel zulegen. Ihr könnt es euch ja noch zu Weihnachten wünschen. Ist zwar etwas kurzfristig, aber fürs nächste Jahr meine ich, ne? Das fürs nächstes Jahr, ja. Für nächstes Jahr geht's. Ansonsten wünschen wir frohe Weihnachten, ja. Ein frohes Neues. Bla bla. Scheiß drauf. Auf Wiedersehen. Und eine schöne Bescherung. Ach, halt die Chance. Okay, ciao. Ja. Ciao, bis dahin. Ciao.